Hallo bei Feuervogel TV mit der Beinahe-Sensation, dem Beinahe-Sieg gegen den Euroleague-Sieger, unsere Gäste von Maccabi Tel Aviv. Wir haben gut gespielt. Wir funktionieren als Team sehr, sehr gut. Wir haben auch gute Spieler. Ja, wenn wir einen Freiwurf reinmachen, dann gewinnen wir das Ding auch. Mit so einem Showdown rechnet vor dem Spiel keiner in der NRW Arena. Alle freuen sich auf einen tollen Gegner aus Israel und hoffen, dass die Niederlage nicht zu deutlich ausfällt. Doch es kommt ganz anders. Die neu formierten Feuervögel haben richtig Lust darauf, es dem Euroleague-Sieger so schwer wie möglich zu machen. Nicht nur Kapitän David Bell. Auch die Neuen wie Uruleg Bavboa und auch Keith Ramsey. Die Zwischenstände stimmen wirklich. Phoenix führt. Die 1600 Fans in der NRW Arena sehen ein richtig gutes Basketballspiel. Und sie sehen stark kombinierende Hagener. Im zweiten Viertel kommt Tel Aviv besser aus den Puschen. Guard Jeremy Pargo legt zu. Er und seine Kollegen drehen das Spiel, gehen in Führung. Sie schaffen es damit aber nicht, den vermeintlichen Underdog zu knacken. David Bells Tip-In, das 37 zu 31. Phoenix haut sich mit Schmackes in die Partie. Die NRW Arena reibt sich ungläubig die Augen. 42 zu 40. Hagen führt zur Pause. Nach der Pause gibt Maccabi zwischenzeitlich richtig Kniegas. Konsequente Defense und das eine oder andere Schmankerl in der Offense. In dieser Phase scheint die Kräfteverteilung wieder im vermeintlichen Lot zu sein. Doch das Spiel soll noch mal richtig steil gehen. No foul. Yes. Zum Beispiel so Nikita Karchenkov für 3. Rule Igbavboa, Zamal Nixon. Und einmal mehr Larry Gordon. Der Mann mit dem Stirnband trifft kurz vor Schluss und bringt sein Team in Führung. Die große Frage, was geht hier noch? Tel Aviv unbeeindruckt mit einer trockenen Antwort. Die Uhr tickt runter, David Bell wird gefoult. Kurz vorm Buzzer hat der Kapitän die Chance, mit 3 Freiwürfen alles klarzumachen. Doch er setzt den zweiten nur an den Ring und beschert mit Nummer 3 der staunenden NRW Arena eine Zugabe. Maccabi muss gegen Phoenix in die Overtime. Ganz, ganz stark. Nicht gescriptet, sondern an diesem Abend am Ischeland Basketball Realität. Und auch wenn in der Verlängerung nicht mehr allzu viel geht, was für ein großartiges Spiel. Ja, das Spiel, naja, die spielen schon einen anderen Stil, schon sehr ungewöhnlich, da muss man sich schon drauf vorbereiten. Wir haben ja vor 2 Tagen erst gegen Bonn gespielt, aber da gibt's nichts, das ist eine gute Mannschaft. Tja, die Konzentration, ich war nicht richtig konzentriert, ich dachte, es wird einfach, ja, unseren Sekundenbruchteil zweifeln und er geht vorbei. Aber ich hoffe, kriege ich in der Saison nochmal eine Chance. Das war einfach sau schöner Basketball, den wir hier von beiden Teams gesehen haben. Und wie gesagt, da muss man mit David nochmal reden. Ja, also kann ich einfach den Freiwurf daneben machen. Boah, das war eins der geilsten Spiele seit langem. Schade, dass es nicht ganz gereicht hat.